Hallo zum heutigen Video. Heute, vor genau 6 Jahren, haben wir unser erstes Pferd, den Chili, bekommen. Und der zog dann dort auch gleich mal zum Nachbarn den Stall ein. Und das ist eben heute vor 6 Jahren passiert. Und deswegen haben wir auch auf Instagram eine Fragerunde zu Chili eben gemacht. Falls ihr dort nicht teilgenommen habt, aber trotzdem noch Fragen habt, die wir jetzt hier im Video nicht erwähnt haben, dann könnt ihr uns jetzt noch gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Dort werden wir sie euch noch gerne beantworten. Ja, dann fange ich schon mal mit der ersten Frage an, nämlich wie alt warst du, als du Chili bekommen hast? Ich war da tatsächlich erst, 10 Jahre alt. Kathi war damals 9. Genau. Die zweite Frage. Was ist dir von dem Tag in Erinnerung geblieben, als er gekommen ist? Ja, auf jeden Fall habe ich mir die Uhrzeit gemerkt. Er ist nämlich um ca. 12 Uhr gekommen. Ebenfalls weiß ich noch, dass wir den Paddock abgetrennt haben, eben zur Tinkerstute, zur Lefay, darauf kommen wir dann auch nochmal kurz zu sprechen, haben wir da eben abgetrennt gehabt und es war eigentlich ein relativ ruhiges Zusammenführen, soweit ich das noch weiß, natürlich am Anfang schon ein bisschen laufen und anzicken, sage ich jetzt mal, aber ansonsten relativ ruhig. Dann die dritte Frage, gab es auch mal Probleme mit Chili? Tja, was soll man sagen? Probleme jetzt nicht direkt. Man muss aber erwähnen, er war damals 3, wie wir ihn bekommen haben. Und dementsprechend hat er sich auch benommen, vor allem beim Longieren. Ob man das jetzt wirklich Probleme nennen kann, würde ich jetzt nicht sagen. Und ansonsten wäre mir jetzt auch nicht sofort in den Sinn gekommen. Also von dem her. Dann die nächste Frage ist, ob Chili gleich bei uns im Stall eingezogen ist. Nein, tatsächlich waren wir vorher in 4 anderen Ställen. Leider hat es dort nicht so gut geklappt und schließlich hat Mama eben dann gesagt, wir bauen uns jetzt unseren eigenen Stall, wo wir dann eben das machen können, was wir wollen und uns nicht immer nach anderen richten, wo es dann natürlich nicht so gut passt. Von den Pferden hat es teilweise auch nicht ganz so gut gepasst, von den Größen her. Aber dazu könnt ihr euch zum Beispiel unsere anderen Videos ansehen. Dazu haben wir nämlich genügend Videos gemacht. Die werden wir euch auch oben einblenden und verlinken. Die könnt ihr euch dann noch dazu ansehen. Dann wisst ihr dazu ein bisschen mehr Bescheid. Nächste Frage ist, ob es lustige Erlebnisse mit Chili gibt. Natürlich gibt es die. Ich denke jetzt mal zum Beispiel ans Faschingsreiten. Dazu gibt es auch ein Video. Oder ans Baden mit Chili. Was ist nur lustig? Ja, wenn Chili mal wieder, sage ich jetzt mal, einen sehr guten Tag hat und herumbuckelt und springt, das ist dann natürlich auch immer lustig. Würdest du dir wieder so ein junges Pferd kaufen? Ja, das ist eine gute Frage, weil rein theoretisch war der Bacardi auch erst 4, wie wir bekommen haben. Aber in dem Alter von 10 Jahren, wo man dann auch noch Reitanfänger ist, würde ich mir definitiv nicht nochmal so ein junges Pferd kaufen. Jetzt habe ich ja eh in Chili und in Bacardi, die sind beide jetzt auch eh noch nicht alt. Der Chili ist ja jetzt auch erst 9 und der Bacardi 5. Dabei brauche ich kein neues Pferd, aber wenn ich mir nochmal eins kaufen würde, dann schon wieder ein junges Pferd, aber definitiv nicht 3 Jahre alt. Die nächste Frage ist, welche Ziele ich noch mit Chili habe. Da steht natürlich mal ganz oben, dass der links, also auf der linken Hand, der Galopp natürlich jetzt mal gut klappt. Mittlerweile funktioniert es eh immer besser und ich bin da wirklich schon gute Dinge, dass das jetzt dann bald einigermaßen funktioniert, dass man da auch wieder ruhig ins Training einsteigen kann, sprich springen und so, weil das ist jetzt auch immer noch ein bisschen blöd. Und dann natürlich mal der Reiterbass. Ja, genau. Hast du jemals bereut, dass du Chili hast? Nein, definitiv nicht. Er war zwar am Anfang, wie gesagt, er war erst 3, schon ab und zu ein ziemlicher Düsentrieb, sage ich jetzt mal. Was dann für so kleine, ich sage jetzt trotzdem noch kleine Kinder, weil wir waren ja da erst 10, 11 Jahre alt, ziemlich anstrengend war. Aber bereut habe ich es definitiv nicht, weil jetzt ist auch super, jetzt kann man eben auch Reiteranfänger mal drauf sitzen und
du selber kannst auch entspannt ausreiten gehen. Also wenn man jetzt wirklich mal einen Tag haben möchte, wo man, sage ich jetzt mal, nach der Schule oder so entspannt ausreiten gehen will. Im Sommer ist es dann natürlich angenehmer als im Winter, aber dazu eignet sich halt der Chili perfekt, da man sich da nicht mehr so stark konzentrieren muss und wirklich einen entspannten Ausritt haben kann. Also bereue ich auf keinen Fall. Die nächste Frage ist, warum heißt Chili Chili? Welcher Name steht im Pferdepass? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Als wir beschlossen haben, dass wir einen Chili kaufen, haben wir halt angefangen, Rufnamen, sage ich jetzt mal, zu suchen. Und meine Idee war Chili. Und da hat Mama von Anfang an gesagt, ich soll das nicht Kathi sagen, weil Kathi sagt, wenn ich das sage, sowieso nein. Deswegen hat dann Mama das zur Kathi gesagt, ob wir ihn Chili nennen wollen. Die hat das dann natürlich bejaht. Und so haben wir dann Chili genannt. Und im Pferdepass, wie manche vielleicht schon mal gehört haben, wenn ich ihn Chili beschimpfe oder er nicht brav ist, dann sage ich halt immer seinen Namen vom Pferdepass. Das ist in dem Fall Robi Galaxis. Genau. So, die nächste Frage ist, ob wir auch Einsteller oder andere Pferdeponys haben. Wir haben jetzt derzeit keine Einsteller, wir hatten ja welche und wollen derzeit auch keine. Und ja, bis auf Chili, Bacardi und Gypsy sind das eben die einzigen Pferde im Stall. Die nächste Frage ist, was hält Chili von der momentanen politischen Lage im Nahen Osten? Ja, leider muss ich dazu sagen, Chili interessiert sich nicht für Politik und darauf kann ich jetzt leider nichts sagen. Oh. So, die nächste Frage ist, wie kamt ihr dazu zu einem Ponyhof, also Pferdehof? Ja, das ist eben wie vorher schon mal gesagt, wir waren vorher schon in 4 Ställe und unser Onkel hat eben einen Grund, jetzt wo der Stall steht, dort war auch schon der Reitplatz eben vorhanden, wo auch die Pacht auslief. Deswegen war das dann noch besser, da sonst der Reitplatz auch wieder zugeschüttet worden wäre. Und ja, und dann ist das halt so entstanden und der Stall wurde dann aufgebaut. Dazu gibt es auch Videos, die werden wir euch natürlich verlinken. Und eben, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut auch einfach gerne die Videos an. Eine nächste Frage war, wer ist denn das gescheckte Pferdchen? In dem Fall wurde eben auf den... Wir haben hier als Hintergrund eben in Chili gehabt, im ersten Stall. Dort war eben die Tinkerstute Le Fay dabei und das gescheckte Pferdchen ist eben die Le Fay. Das war eben eine Tinkerstute und dazu könnt ihr auch ein bisschen mehr sehen, wenn ihr euch dann die Videos dazu ansieht. Wie viele Pferde hattet ihr schon und natürlich Ponys? Tatsächlich hatten wir vor Chili, Bacardi und Gypsy kein einziges Pferd oder Pony gehabt. Der Chili ist eben unser erstes Pferd. Die nächste Frage ist, gab es Schwierigkeiten, die ihr überwunden habt? Welche und wie? Schwierigkeiten nicht direkt. Ich denke da jetzt gerade mal ein bisschen an den Kolik, den damals der Chili hatte. Das war ziemlich am Anfang, da wie wir eben unseren eigenen Stall gebaut haben. Das war dann natürlich schon ein ziemlicher Schock. Kann mich auch noch ganz gut daran erinnern. Ich glaube, dass es ein Donnerstag war, weil Kathi und ich sind da auch früher eben immer tanzen gegangen. Das war eben immer donnerstags am Abend. Und dort wollten wir eben gerade tanzen gehen und da hat sich der Chili immer sehr komisch verhalten, weil der Weg geht eben direkt vom Stall vorbei. Deswegen waren wir da auch zum Glück so schnell beim Stall eben und auch bei Chili und haben eben gemerkt, dass er sich sehr komisch verhält und gleich mal Mama Bescheid gesagt und das Tanzen wurde dann an diesem Tag nichts. Denn dann musste auch der Tierarzt kommen, denn der Chili hatte wirklich einen Kolik. Das war nicht nur einfach so Wälzen oder so, es war wirklich ein Kolik. Tierarzt musste auch zweimal kommen, es war eine wirklich anstrengende Nacht. Mama hat dann auch schon teilweise in der Box geschlafen, auf so einer kleinen Matratze, weil wir haben ja fürs Schränktraining eben so eine kleine Matratze, die haben wir da reingegeben. Auch im Stüberl habe ich und Mama mal kurz geschlafen und ja, es war eine ziemlich anstrengende Nacht. Ich bin trotzdem dann am nächsten Tag brav in die Schule gegangen. Da denke ich jetzt mal an Schwierigkeit, Problem, ja, genau. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch einige Fragen dazu beantworten. Eben wie ganz am Anfang schon mal erwähnt, falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, die ich jetzt noch nicht beantwortet habe, könnt ihr uns sie selbstverständlich in die Kommentare schreiben. Wir werden sie euch gerne beantworten. Falls ihr sonstige Fragen zu Bacardi, Gypsy, den Stall oder sonstiges habt, könnt ihr sie uns natürlich auch stellen. Die werden natürlich von uns auch beantwortet.
Über ein Like und ein Abo würden wir uns auch recht herzlich freuen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.